Folge 61. Jetzt ist Schluss mit lustig. Eine Beere. Dieser Ausflug hat sich bereits gelohnt. Da oben ist natürlich mal wieder ein Brontok. Ist es nur einer oder sind es mehrere? Ich hoffe mal, dass es nur einer ist. Aua. Aua. Ja, der ist irgendwie ein bisschen stark. Glaube ich so in etwa. So ein ganz bisschen stark. Mit einem Schlösser öffnen Zauberspruch kannst du fast alle verschlossenen Truhen und Türen öffnen. Truhen und Türen öffnen. So rum. Ja, der hat uns mal eben schnell aufgespießt. Aber naja. Was wir natürlich machen ist, wir frieren ihn ein. Er kriegt aber erstaunlich wenig Schaden. Aber er liegt schlussendlich unserer gesamten gewaltigen Kombination aus nichts. Was machen wir denn jetzt? Hier ist auf jeden Fall nichts, wie es auch nicht anders zu erwarten war. Wir müssten irgendwo irgendwas finden, irgendwie einen Weg oder sowas. Das Ding ist auch verschütt. Hier haben wir eine Schriftsäule. Der dunkle Gott gab mir die Macht, die Titanen zu erkennen. Er gab mir die Macht, ihnen gegenüberzutreten. Er gab mir die Macht, sie zu unterwerfen. Und als ich sie unterworfen hatte, bediente ich mich ihrer Kräfte. Sie schufen Materie, wie ich ihnen befahl. Mächtige Werkzeuge für den Kampf. Waffen, um sie alle zu beherrschen. Titanenwaffen also. Deshalb sind die Echsen so stark. Ah, und wir haben noch keinen Plan, wie wir das jetzt... Wartet mal, das sieht mir doch verdächtig nach einem Weg aus. Oder zumindest nach einem Druidenschirling. Weg würde ich das nun nicht direkt nennen. Was machst du hier? Ich bewache den Durchgang. Wir müssen aufpassen, dass uns niemand in den Rücken fällt. Das ist toll, wir müssen aber irgendwie das Ding... Ach, das Ding kriegt man ganz einfach da runter. Gut, das heißt, da geht's gleich weiter. Wir sollten hier bleiben. Hier ist eine gute Verteidigungsstellung. Wenn wir uns zu sehr verteilen, sind wir verwundbar. Müssen wir da? Ich glaube doch. Ich glaube schon, dass wir da unten lang müssen. Ich hatte noch irgendwie was anderes in Erinnerung. Aber das scheint noch nicht der Fall zu sein. Pass auf, jetzt sagt er mir gleich, pack die Waffe weg. Verdammt. So. Und schon sind wir wieder auf uns allein gestellt. Wir haben nur... Nee, wir haben nicht mal Fred. Interessant. Ich meine, man muss ja auch... Also sonst früher gab es nämlich 5 Weisheit durch diese Teile. Und dadurch hätte man da nämlich ziemlich schnell und ziemlich genau drauf kommen können. Deswegen haben wir jetzt auch schon fast das 4. Siegel gehabt. Was ziemlich gut gewesen wäre. Und das Balancing gefällt mir persönlich nicht, muss ich sagen. Aber, naja, man muss es eben mitnehmen. Hey, Brent. Das gibt's doch gar nicht. Wo kommst du denn her? Wir haben ein Tor geöffnet. Und du? Ich bin schon ewig hier. Damals haben die Echsen mich gefangen, weißt du? Dann gibt es noch mehr Wege nach draußen? Oh ja, hier gibt's eine Menge Höhlen. Einige führen nach draußen, aber niemand kennt alle Wege. Nicht mal Jorgensen, obwohl er es immer behauptet. Und wie komme ich tiefer rein? Wie komme ich tiefer in den Tempel hinein? Du meinst die große Zugbrücke? Der Durchgang in die Tiefen des Tempels? Genau. Keine Ahnung, die war noch nie offen. Selbst die Echsen gehen dort nicht hin, weißt du? Komm schon, es muss doch einen Weg geben. Naja, an deiner Stelle würde ich mir eine Karte besorgen. Und... Woher bekomme ich eine Karte? Hier ist ein Trupp Echsen vorbeigekommen. Vermutlich ein Jagdtrupp. Die müssten eine dabei haben. Wo sind sie lang? Wahrscheinlich noch draußen. Geh runter zum Sumpf und frag Jorgensen. Der hat sie bestimmt gesehen, aber glaub ihm bloß nicht, er ist verrückt. Wieso? Wer ist... Wer ist Jorgensen? Hör nicht auf ihn, er redet viel Unsinn.
Das kommt von den Pilzen, weißt du? Ich esse die Pilze nicht. Ich halte mich an das Fleisch. Das hält mich davon ab, verrückt zu werden, so wie Jorgensen. Ich sage dir, der macht's nicht mehr lange. Hat zu viel von den Pilzen gefuttert, weißt du? Und wo finde ich den? Wo finde ich Jorgensen? Du musst runter zum Sumpf gehen. Aber nimm den richtigen Weg. Den Weg mit den großen Pilzen. Aber iss bloß nicht davon. Nicht mal naschen, sonst wirst du verrückt. Genau wie Jorgensen, weißt du? Später vielleicht. Ja, das ist ja ein ganz guter Typ. Wir gehen aber... Da ist ein Ghoul. Hier ist es nicht sicher. Das heißt, wir müssen es hier sicher machen. Gehen hier einfach mal hier oben lang. Weil wir es können. Und sehen, wir haben nichts wieder mal gefunden. Eigentlich würde ich gerne jetzt... Komm, den Ghoul machen wir. Ich meine, der Weg kann es ja nicht so lang sein. Was machst du? Das. Weißt du, ich rette dir gerade den Arsch. Ja! Na komm, noch ein Angriff, genau. Ich glaube, das sollte ich lassen im Nahkampf gegen Ghule. Die sind fast so nervig wie Stachelraten. Ich wusste, dass sie nur ein bisschen was bewachen. Und einfach nur da sind, um zu nerven. Es war klar. Es gibt keinen anderen Sinn für Ghule, als zu nerven. Speichern wir nochmal eine Runde. Okay, hier geht's runter. Obsidianablagerung. Yay, die uns überhaupt nichts bringt, weil man ja sich keine Stäbe herstellen kann, sondern nur Schwerter. Oh Gott. Das hört sich nicht gut an, das hört sich nach einem Trupp Echsen an. Na egal, wollen wir den Trupp mal dezimieren. Oh Gott, das hier ist eine Stadt, ich verschwende. Wo ich die gerne noch umhauen würde, die beiden. Er merkt nicht, dass er alleine ist. Oh Gott, er ist nicht alleine. Zwei Armbrustschüsse werde ich aber raufkriegen. Ja. Das waren die Echsen. Zumindest die ersten. Aber gut, das ist nicht der Weg, den wir gehen sollen. Irgendwo hier sollten große Pilze sein. Ich glaube, dieser hier ist es dann. Okay, es hieß runter zum Fluss. Also werde ich da oben hingehen und den Echsenmenschen gleich platt machen. Hoffen wir mal nur, dass es einer ist. Sieht zumindest nur nach einem aus. Okay, ist noch ein zweiter. Sonst noch irgendwer? Nö, das heißt, wir füllen mal eben unser Mana wieder auf. Holen die alte Armbrust raus. Die alte Betsy. Und holen uns einen Echsenkrieger ran. Ehe der zweite Echsenkrieger aufgetaucht ist, haben wir den ersten schon besiegt. Ja! Das ziehe ich durch. Nur mit den Kontern ihn anzugreifen. Weil das das sicherste ist. Wenn er angreift, konter ich ihn. Und ansonsten, ja. Würde ich mal sagen, war es das. Aber irgendetwas müssen diese Echsen hier bewacht haben. Oh ja, noch eine dritte Echse. Okay,
Okay, es scheint eine letzte und einzige Exe zu sein. Oh Gott, ich dachte schon, ich treffe ihn nicht. Ziehen wir wunderschön auf den Kopf. So, dann haben wir auch ihn besiegt. Und sind fast ein Level aufgestiegen. Okay, uns fehlen noch 252 Erfahrungspunkte für den Levelaufstieg. Ah, wir sind jetzt auch noch in einer anderen Echsenstadt. Oder vielleicht ist es auch die gleiche. Ich kann mich noch erinnern, dass ich da mit dem Kämpfer sehr, sehr gut durchgekommen bin. Eben weil ich jetzt ja, wenig Rüstung und so ein Zeug habe. Abgesehen von dem Amulett, was ziemlich gut ist. Und Obsidianablagerung. Natürlich. Nette Ausbeute. Natürlich ist sie das. Wir scheinen den Sumpf erreicht zu haben. Doch in einem Sumpf tummeln sich auch meistens Ghule. Oder Brontox. Oder vielleicht sogar Echsen. Es ist nicht gut, dass wir so laute Schritte machen. Wir müssen schleichen. Und ganz belegt sprechen, um das Ganze per Dramaturgie noch besser zu gestalten. Und einen Ghoul finden. Ich sagte doch, hier können sich Ghoule gut verstecken. Aber nicht mit mir, Freundchen. Ja. Alter, immer der letzte Angriff. Ich wollte gerade zurückweichen. Idiot. Aber ich sag dir, ich zieh das durch. So, was hast du denn Nettes bewacht? Ein Runenschwert. Natürlich wieder ein Schwert. Kann hier nicht irgendwie nur so ein Titanstab oder so ein Titanzepter oder so ein Zeug liegen? Aber nein, es ist ein Runenschwert. Okay. Hallo Jorgensen. Sowas. Ein Mensch. Die Echsen haben dich wohl auch gefangen, was? Willst du ein Stück Pilz? Klar, gerne. Klar, gerne. Na? Schmeckt gut, was? Bisschen matschig, findest du nicht? Ha, du weißt nicht, was gut ist. Das sind gute Pilze. Du bist völlig verrückt. Du bist völlig verrückt. Verrückt? Grant sagt das auch. Aber das macht mir nichts. Weißt du, früher wusste ich gar nicht, wie gut Pilze schmecken. Ich meine, vor meiner Verletzung. Verletzung? Die Echsen haben mir mächtig eins auf den Kopf gegeben, weil ich nicht mitgehen wollte. Nur die Pilze haben mich gerettet. Leben gerettet? Pilze? Du spinnst. Leben gerettet? Pilze? Du spinnst total. Nein. Die Echsen haben mich halb tot in eine Höhle geschmissen, zum Sterben. Das Einzige, was es da gab, waren Pilze. Schöne, große, saftige Pilze. Haben mir das Leben gerettet. Seitdem esse ich nur noch Pilze. Das bringt mir Glück. Ja, verstehe. War wohl ein harter Schlag, den du da gekriegt hast. Oh ja, sehr hart sogar. Aber die Pilze haben mich gerettet. Ja, die Pilze waren es einfach. Übrigens... Ich suche einen Trupp Echsen. Den Jagdtrupp? Ja. Ich weiß, wo sie lang sind. Und? Sagst du es mir? Nein, du magst meine Pilze nicht. Deshalb magst du mich auch nicht. Besser, ich sage dir gar nichts. Alter. Jetzt reicht es mir. Wo sind die Echsen lang? Ja, schon gut. Sonst gibst du nie mehr Ruhe. Einfach den steilen Felsweg rauf und dann durch die große Höhle. Da ist ein Tal. Da sind sie lang. Ja, sie suchen neue Menschen. Menschen, die sie dann schuften lassen. Okay. Gut, danke. Hat er verstanden, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, seine Sprechweise erinnert mich an einen Chemielehrer, den ich hatte.